Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mir soeben einen Kaffee gemacht und habe mir gedacht, komm, ich schnappst du dir die Kamera und beginnst schon mal den Vlog. Der Kleine ist erst jetzt aufgehört. Ich wollte sagen, der Kleine, der schläft doch, deswegen hat er Zeit, mich fertig zu machen. Aber da habe ich doch was gehört. Gehen wir mal gleich zum Kleinen. Mausi, Bausi. Hi. Ja, bist du wahr? Bist du wach? Ja, komm mal hier. Ja, guten Morgen. Oh Gott. Ja, guten Morgen, mein Hasi. Bist du wach? Ja, können wir uns frisch machen. Anziehen. Ja, eine frische Windel. Bist du mein Baby? Der Papa ist auch zu uns gekommen aus dem Büro. Und ich habe Babygeräusche gehört. Babygeräusche? Ja. Hallo, mein Häschen. Wie er lacht. Das ist schön, wenn man komplette Aufmerksamkeit von Mama und Papa bekommt. Hallo, mein Häschen. Hallo, mein Strahlemausi. Na gut, Papa, ziehst du den Body aus oder soll ich das machen? Ich mag's ja. Weil der Papa, ich habe den angezogen und dann hat Papa gesagt, das ist doch viel zu klein. Und er hat recht, er ist schon so krass gewachsen, dass seine ganzen Bodys nicht mehr passen. Aber einen habe ich noch gefunden. Ich habe aber eh schon Klamotten für ihn bestellt, die nächste Größe, also 62, weil ja, er ist ja schon 60 cm lang. Das heißt, er passt ja nicht mehr so wirklich in die 56er Sachen. So schnell wachsen Babys. Wie sollst du ihn aussehen? Aber du hast schon 5 Kinder, du müsstest es wissen. Ja, das ist schon groß. Ich mache das alleine. Die machen ein bisschen mit, oder? Ich mache das schon. Der Kleine ist mittlerweile wieder eingeschlafen. Und ich habe ihn mir hier in die Trage gepackt, damit ich auch ein bisschen was machen kann. Ich habe jetzt auch gleich schon mit dem Kochen begonnen, weil die Mädels gleich vom Kindergarten kommen. Und ja, ablegen lässt er sich halt nicht wirklich. Deswegen ist die Trage halt meine Notlösung. Und ich liebe es. Deswegen trage ich ihn halt auch sehr, sehr gerne herum. Ja, und ich habe mir, oder ich habe besser gesagt, für die Mädels einige Sachen bestellt, beziehungsweise für die Kinder. Und das wollte ich euch gerade zeigen. Ich habe nämlich für die Kinder bei Twist Shake Baby bestellt. Und ich zeige euch gleich, was ich Tolles bestellt habe. Also, erstmals für den Kleinen, wenn er dann ja, zum Essen beginnt, so in, sagen wir mal, ja, 3-4 Monaten, da habe ich nämlich dieses coole ja, Isolierbehälter gefunden. Also das ist so, da kann man Essen reingeben und das bleibt dann schön warm. Dazu gibt es hier noch einen Löffel, schaut mal bitte wie cool. So einen Löffel, den kann man dann so aufdrehen, so manche Richtung, so. Richtig nice, oder? Dann habe ich für die Mädels im Kindergarten 2 neue Trinkbecher bestellt mit Strohhalm. Die Lara wollte rosa, also pink, ist das? Nein, rosa. Und die Luisa wollte blau und das ist so cool, schaut mal. Da muss man einfach nur so ziehen, da kommt der Strohhalm raus und wieder zu. Also easy, kinderleicht, weil die Luisa hat aktuell eins, mit dem sie nicht so gut zurechtkommt. Und deswegen, das ist echt, echt cool. Und genau, bevor ich es vergesse, mit Familie Diamanta 55 spart ihr 55%. Der Link zu Twist Shake Baby ist unten in der Infobox. Und ab 50 Euro ist sogar Versand kostenfrei. Bestellung, also richtig, richtig krass, oder? Also schaut auf jeden Fall unbedingt in die Infobox, weil die haben echt, echt coole Sachen. Dann habe ich auch noch Besteck bestellt. Und zwar die Luisa, die isst ja nicht so gerne mit großem Besteck, deswegen habe ich für die Luisa hier einmal so ein rosanes Set bestellt, also so ein pinkes und ein schwarzes. Das ist einmal Gabel, Löffel und Messer und ja, wie gesagt, hier zweimal Besteck. Dann habe ich für die Mädels, die total gerne Quetschis trinken, solche Squeezebeutel bestellt. Schaut mal, wie cool die sind, ich zeig euch mal. Da gibt es einmal Bananenmuster, einmal Melone. Marmor-Design, richtig schick. Da gibt es hier, was ist das, Mango. Also richtig, richtig coole Designs. Hier nochmal Marmor, Papaya
oder wie heißt diese Frucht? Maracuja, Erdbeere, Traube und nochmal Marmor. Also richtig, richtig cool. Und was ich einfach toll bei denen finde, also ihr könnt die natürlich selber befüllen, wie man sehen kann. Und man kann die auch, also da unten befüllt man die. Man macht die einfach auf. So einfach ist es nicht, damit die Kinder es auch nicht aufkriegen. Also so, hier macht man das auf, kann man das befüllen. Und man kann sie auch in den Geschirrspüler reingeben. Und ihr könnt sie dort einfach super einfach reinigen, was ich richtig toll finde. Und ihr könnt die Squeezebags auch einfrieren. Das heißt, wenn ihr mal mehr macht und das einfach länger haben wollt, dann könnt ihr das auch einfrieren und mega easy. Und mein absolutes Highlight ist diese Silikonmatte. Die ist einfach richtig cool. Schaut mal, die kann man einfach so an den Tisch geben und die Kinder können die nicht selber wegmachen. Und da drauf ist ein Teller, der nicht raufgelegt ist, sondern raufgedreht. Das heißt, das Kind kann das Essen nicht runterschmeißen. Also einfach raufgeben und raufdrehen. Und ja, wie gesagt, der Teller ist einfach so mit fix. Ich habe hier einfach einen Teller mit einer, also mit einem, soll ich es erklären, mit einem Platz. Und dann habe ich hier noch einen zusätzlichen Teller mit so einer Spaltung. Also, dass ich hier einen großen Bereich habe und hier zwei kleine. Kinder haben so eine Sache, die wollen nicht, dass Essen sich berührt. Also meine Kinder zumindest. Die Luisa mag das überhaupt nicht, wenn sich Essen berührt. Deswegen finde ich das immer so ziemlich praktisch. Und ja, ist einfach richtig cool. Und wie ihr seht, sind die Kleinen vom Kindergarten wieder zurück. Schau mal, Luisa, das habe ich für dich bestellt. Das ist deine. Schau mal. Da auf? Ja, schau, da musst du einfach nur so ziehen. Ganz easy, easy. Hallo, das ist deine. Einfach so ziehen, ja? Oh, dann wieder ein bisschen mal zu. Einfach wieder zurückdrehen, ja? Cool? So. Und nicht vergessen, meine Lieben, mit Familie Diamanta 55 könnt ihr 55% sparen. Also einfach unten in der Infobox abchecken. Und wenn ihr ab 50 Euro bestellt, dann ist Versand kostenfreie Lieferung. Kinder sind mega begeistert, weil sie das alleine auf und zu machen können. Dann sag mal, Lisa, mach mal wieder zu. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir schnell kochen. Die Kinder sind nämlich schon da und die haben wie immer einen Bärenhunger. Heute gibt es bei uns die Bratkartoffelpfanne, von der ich euch im Food Hall erzählt habe. Die Kartoffeln haben wir schon gekocht. Jetzt müssen wir noch Kartoffeln so ein bisschen anbraten. Den Schinken, Speck, diese Stiftchen habe ich schon bereit. Und auch die Cabanossis. Ja, wir haben Messer. Und eine Flasche. Für den Kindergarten. Für den Kindergarten. Unsere Bratkartoffeln sind fertig. Schaut das appetitlich aus, Papa? Für mich schon. Ich finde es lecker, die Kartoffeln. Das ist ja so Cowboy-Essen. Cowboy-Essen. Juhu! Der Kleine ist immer noch hier, Mama, in Frage und schläft. Was sagst du? Michelle? Michelle und Bart sind in der Schule. Die Kinder haben heute, die Großen haben heute Präsenzunterricht. Und ja. Und meine alte Schule. Die kommen aber gleich. Und? Schmeckt? Nein, ist doch viel auf einmal. Schmeckt? Du kannst jetzt so nehmen. Schneiden. Gabel, Messer, Gabel. Löffel. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt wieder im Wohnzimmer. Wie ihr guckt. Und haben wieder Cola. Ja, ich muss jetzt nämlich Wäsche falten. Wenn ich richtig müde jetzt nach Mama, dem... da kommt Michelle. Die Michelle? Ist schon da? Nein, braucht noch ein bisschen. Und ich muss jetzt auf jeden Fall Wäsche falten. Schaut mal. Horrorvorstellung, aber wir müssen Wäsche falten, weil wir schon. Ja, der Papa war wieder in Waschlaune. Der hat jetzt wieder so 4-5 Waschmaschinen hintereinander gewaschen. Und ja, Mama muss auch gefalten werden. Ja, die Mama macht jetzt Wäsche. Ja.
Mittlerweile ist schon Unterstützung nach Hause geeilt. Und schon nicht mal den Papa. Also wenn wir nicht viel Wäsche haben, dann weiß ich ja. Sophie, Gott sei Dank machst du keine Wäsche. Gott sei Dank hat die Sophie ihre eigene Wäsche schon an. Die hat keine Socken. Sophie kann die Socken auf dich nehmen, ich habe keinen Platz mehr. Michelle ist schneller, die Wäsche nimmt überhand. Haben wir noch viel Wäsche, Schatzi? Ja, wen kann das wohl gehören? Oder diese. Den kleinen Philipp. Boah, der ist auch nicht herzlich. Ist das jetzt aber fertig, Papa? Wenn wir das fertig haben, ist das fertig. Also im Trockner fertig ist dann nicht. Also im Trockner ist aktuell eine drinnen. Ja, ja. Und sonst? Eine Waschmaschine rennt noch. Oh! Bitte! Haben wir überhaupt noch Klamotten im Schrank? Warum sowas? Ja, er hat auch Füße, oder? Okay. Und warum hast du ein hübsches rotes Haarband? Sorry, ich kann sagen, meine Haare sind ja auch. Baba ist jetzt der Sockenmann. Ich glaube, wir müssten mal anfangen, Sachen wegzutragen, oder? What are you thinking? Wir sind voll mit Socken belagert. Meine Lieben, wie ihr seht, sitzen wir jetzt schon im Auto. Wir sind fertig mit der Wäsche. Oh mein Gott, wir haben 5 Wäschekörbe gefalten. Aber es war richtig praktisch, dass wir uns jetzt alle sofort dran gesetzt haben, weil, naja, wir saßen doch eine Stunde, glaube ich. Naja, aber jetzt sind wir fertig und wir sind jetzt noch mal kurz los, weil wir müssen was in Wien erledigen. Und deswegen, ja, nutzen wir die Zeit und machen das schnell. Wir müssen nur zur Fahrschule von Patrick, weil er hat schon seine ersten 1000 Kilometer beendet. Und es ist immer so, also er macht ja den L17-Führerschein, das habe ich schon öfters mal, glaube ich, erklärt. Aber ich glaube, für die Leute, die jetzt aus Deutschland sind, bei euch ist es ein bisschen anders mit den L17. Also bei uns ist es so, er fährt 3000 Kilometer mit dem Papa, oder mit mir, aber ich habe keine Zeit, deswegen gerade bei meinem Papa. Und immer nach den ersten, also nach den ersten 1000 muss er dann wieder mit der Fahrschule fahren und danach wieder 1000 Kilometer, danach wieder mit der Fahrschule und so geht das weiter, bis er die 3000 hat und ja, dann ist er quasi fertig. Und jetzt, wenn er dann 17 wird, der wird ja Ende Mai 17, darf er schon zur theoretischen Prüfung antreten und wenn er die dann besteht, darf er dann zur praktischen antreten. Ja, dann hat er mit 17 seinen Führerschein. Ja. Und ich finde cool, dass er das jetzt macht. Erstens mal, weil wir hier am Land leben und da braucht man halt ein Auto. Abgesehen davon, nächstes Jahr ist Matura und da hat er andere Sorgen. Dann mit 18 wahrscheinlich muss er dann sich auf die Matura fokussieren, also auf Abitur, anstatt auf jetzt Führerschein. So, meine Lieben, wir sind schon länger zu Hause. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, habe mich jetzt nicht gemeldet. Und der Papa ist, glaube ich, verkühlt, oder? Und schnelles Wirbel, damit die ganze Verkühlung raus weine. Ganze Rotz auch einmal ausreden. Ach so. Na, wir bereiten, oder besser gesagt, der Papa bereitet gerade unser Abendessen vor. Also, die Kinder haben schon was gegessen und jetzt sind immer wir dran. Wir wollen uns nämlich so einen Thunfischsalat machen und das ist so lecker. Da ist Thunfisch drinnen, so kleine Erbsen, Zwiebel, Paprika. Was? Magst du Wasser? Gib dir gleich. Was ist da noch drinnen? Paprika. Paprika, Zwiebel. Und Käse. Okay. So Schafskäse. Schafskäse oder Kuhkäse. Hüttenkäse. Ja, gut, meine Lieben. Und wir wollten uns hier noch vom Vlog verabschieden. Ich werde jetzt noch was essen, dann die Kinder ins Bett bringen und dann werden wir was im Fernsehen schauen. Heute ist Mittwoch. Heute haben wir Trash-TV im österreichischen Fernsehen. Das ist immer so. Trash-TV. Mittwoch und Donnerstag, da gucken wir immer. ATV. Was gibt's für ein Trash-TV? Das Geschäft mit der Liebe. I love it. So richtig Cringe-TV. Ja gut. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.